Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin an diesem herrlichen ersten Frühlingstag, gefühlt zumindest. Diese Woche gab es ein ganz wunderbares maritimes Ereignis. Unser Mutterschiff AIDA Cara hat draußen auf der Nordsee AIDA Prima getroffen. Und dann sind sie zusammen nebeneinander schön die Elbe runtergeschippert. Beide im Hamburger Hafen. Was AIDA Cara ganz besonders macht, ist natürlich für einen Seemann die offene Brückennock. Also das ist natürlich Seefahrt live auf diesem Schiff. Und sie ist zwar das älteste Schiff, aber gehört tatsächlich noch nicht zum alten Eisen. Sie sieht immer noch wunderschön aus. Ich glaube, unser Kamerateam kann da noch ein paar Bilder einfangen. Ja, sie ist 193 Meter lang, meine sehr verehrten Damen und Herren, 32 Meter breit. Ja, 1900 Gäste können auf ihr Platz haben. Bei uns sind das ein bisschen mehr, 4300 Gäste bei uns hier an Bord. Und aber das eigentlich Besondere an diesem Schiff, wir werden jetzt zum ersten Mal sogenannte AIDA Selection Reisen mit AIDA Cara machen. Zunächst geht es ab Hamburg für die AIDA Cara nach Norwegen und sie wird dann auch im weiteren Verlauf des Jahres zu einer Weltreise aufbrechen. Also ich glaube, für unsere Gäste ist da alles dabei, Stefan. Herr Kapitän, wie grüßt man jetzt am besten von einem Schiff zum anderen? Was ist da obligatorisch? Also, das ist eine Möglichkeit. Althergebracht, meine sehr verehrten Damen, ich finde ganz toll. Und die andere Möglichkeit, die hören Sie zumindest diejenigen, welche jetzt auf dem Balkon stehen an der Backbordseite. Ja, unser Schiffshorn, und das ist natürlich ein anständiger Gruß an unser Mutterschiff, an unsere wunderschöne AIDA Cara. Maritimen Geschichten begeistern uns natürlich auch immer Geschichten von Land und Leute. Bob Marley hatte neulich Geburtstag am 6. Februar ganz genau und wir haben einen Ausflug begleitet zu seinem Geburtshaus. Gucken Sie mal. Bob Marley, ja, 6. Februar 1945 hier im Haus geboren. Und Bob Marley ist nur fast 6 Monate hier im Haus gewohnt und später nach weiter oben. Auf der gleichen Land für ein neues Haus, ja. Aber Bob Marley war ein richtiger Rastamann, ja. Yeah. Und hat Leute gut geholfen mit alles, you know. Er war nicht für sich selber und das freut mich, dass es so einer gibt. Weil die meisten Leute denken an sich selber, nicht an andere Leute zum Helfen. Und Bob Marley war dieser Mann, you know, jeder kommt zu ihm, für was zu machen und er will das machen. Das war ein Rastamann, ja. Yeah. Toll, ich bin aufgeregt. Das ist cool. Sieht sehr schön aus. Ist empfehlenswert. Ja. Muss man gesehen haben. Das war spitze und jetzt geht's zurück aufs Schiff. Ganz spannende Wette letzte Woche auf AIDA Prima. Stefan Hartmann hat gegen unseren Hotelmanager gewettet, dass der es nicht schafft, während der Sendezeit 300 Caipirinhas für die Gäste fertig zu machen. Und alle haben mit angepackt. Gucken Sie mal. Ich möchte von dir bis zum Ende der Primetime, dass du dort auf der Plaza mit deinem Team von jetzt auf gleich 300 Caipirinhas aufbaust. 300 Caipirinhas! Du kannst die Gäste ja noch ein bisschen beschäftigen und ich mache mich auf die Spur.
Stefan, ciao. Ich bin hier auf der Plaza und guck mal, jetzt die F&B Department schon hier, hat schon die Tische vorbereitet, alle Decke hier, Laszlo hier. Hallo, Laszlo. Hallo. Du bist live im Theater. Ich lebe, ja. Was machst du jetzt? Aufbauen. Aufbauen, wo bist du? Ja, yeah. So, wir aufbauen, ja. Yeah. Hotelmanager ist hier. Und, wie geht's dir? Ich habe keine Zeit. Siehst du mich? Ich sehe dich, Silvia. Ja, hier ist es verrückt. Bella, Anna, warum bist du hier? Ich bin hier gerade zufällig vorbeigelaufen und dann hieß es, ganz viele Kalbis in kurzer Zeit. Ja, unser Provision Master hier. Hallo, Peter, warum bist du hier? Limette und Pitu haben wir gebraucht, habe ich gerade gebracht. Das ist klar, ja, für unsere Caipirinha. Stefan, wir brauchen 3 Personen. Euch schicke ich jetzt nach vorne auf die Plaza. Irgendwas müsst ihr tun. Wo ist unsere Showmanagerin Nicole? Nicole, nimmst du die 3 bitte mit? Entweder Limetten schneiden, Kisten auspacken, Tische aufbauen, irgendwie sowas in der Richtung. Und nimm die richtig ran. Die sitzen hier auch rum, die sollen ruhig was tun. Ja? .443 haben Pfeffer drinnen. Liebe Gäste, wenn ihr kommt, lasst euch Zeit, ist genügend für alle da. Aber schmeckt nicht schlecht, ne? Das Plaza-Fest ist spitze! Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Diesmal eine ganz besondere Reise. Von den Kanaren geht's los nach Hamburg und mit an Bord sind Tom Lehl, den kennen Sie vielleicht vom Kicker, ein Sommelier, der präsentiert Ihnen die tollsten Weine, und Kai Hensel, ein Krimi-Autor. Wir starten in Gran Canaria und fahren als erstes nach Lanzarote. Weiter geht es in die andalusische Stadt Cadiz. Nach einer eindrucksvollen Fahrt über den Tejo erreichen wir Lissabon, die Hauptstadt Portugals. Die nächsten Ziele sind Le Havre und Dover. Wir machen noch Halt in Amsterdam und erreichen das Ziel unserer Reise, Hamburg. Das klingt doch super, oder? Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr Reisebüro. Und jetzt kommen Sie, die Bilder der Woche. Ganz viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss muss ich Ihnen noch was erzählen. Hier, meine Kollegen haben zu mir gesagt, ich würde immer sagen, und bitteschön. Und das wollen die nicht mehr hören. Und für alle, die es jetzt vermisst haben, noch einmal, und bitteschön. Tschüss.